So, Niedrig, ich sitze doch sonst immer so. Ich saß die ganze Zeit doch so. Ja, weil du dich auf Deutsch stellen kannst. In der Demo. Du kannst in der Demo das Game nicht auf Deutsch stellen. Ein vergilbtes Stück Papier, das in der Wand versteckt war, scheint eine Nachricht zu sein. An jene, die nach dem Ausweg von hier suchen. Ich hoffe, diese Notiz wird dir helfen. Du kennst mich nicht, aber wenn du überleben willst, musst du mir vertrauen. Zunächst musst du aus der Zelle entkommen. Zieh dich um, wenn nötig, auf allen Vieren, um ein Schlupfloch zu finden. Dann suche nach dem Objekt, das dir zum Ausbruch verhelfen wird. Ist es an der Wand versteckt, an dem sie nie erwartet würden und über Blut mit besudelt. Sobald du das Gewölbe hinter dir lässt, findest du dich in einem Raum wieder. Die Tür dort führt dich nicht in die Freiheit. Das Licht wird dir den richtigen Weg weisen. Solltest du in die Sackgasse geraten, gib nicht auf. Irgendwo gibt es einen versteckten Weg. Wenn du das erste Mal die Leiter erreicht hast, hast du es so gut wie geschafft. Aber pass auf dich. Pass auf, dass sie dich nicht sehen. Ich werde heute Nacht von hier fliehen und bitte, dass du es auch hier lebend rausschaffst. Dankeschön dafür. Qualität ist gut. Qualität ist gut, ja. Qualität ist gut. Widerlich. Lebenserhaltende Medikamente für wie? Ja, moin. I'm out. Irgendwas fehlt. Ach nee, echt? Halt Maul. Ah, hätte ich einen Omi. Hallo, Omi. Omi? Ich glaube, die ist schon länger tot. Der auch. Alter. Bruder. Ruhig dich. Ich wollte den Bolzenschneider verwenden und nicht das Stück Papier. Thank you.
diese Mucke immer so übelst. Düd, so übelst laut. Was war das? Ich will es gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Bin ich zu Hause? Bin ich da? Keiner zu Hause. Von da. Da rein. Jetzt nichts, was ich brauchen kann. Halt mal die Fresse jetzt. Ich hab schon ganz schwitzige Hände. Ich hab erst angefangen. Hat er so Geräusche gemacht? Bis jetzt noch nicht. Aber ihr macht irgendwas ekelhafte und widerliche Geräusche. Ganz Zeit. All time, actually. Was soll ich hier machen? Was ich machen kann, ist das Essen anklicken und da steht, das ist ja widerlich. Aha. Jetzt muss ich jetzt wieder hin und her zu crouchen. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Besitzer allesamt Frauen sind. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpicht, darauf zu betönt, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adele, einer der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würde Geister durch die Gänge spucken. Ich will nach Hause. Ich weiß nicht mehr, die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur ein Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien, alle drei, ich soll das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für mal wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun?
Waffe wäre ja nicht schlecht. Ne? Spiegel. Lala. Psst. Und das? Ist da was ganz gewaltig nicht. Aber was rede ich? Ist ja nur ein Resident Evil Spiel. Okay. Warum ist da nichts drin? Ich finde, es ist schon leicht stylisch hier, ne? Kann ich vielleicht hier einziehen? So ein Riesenschloss, ey. Eins der Augen ist lediglich eine Vertiefung. Fehlt ein Auge. Geschlossen. Alle Wege führen noch nach unten. I love it. Guten Appetit. Das ist die gleiche Kleidung, wie die ich anhabe. Okay. Bestanden. Irena, Michela, Luis abgelehnt. Dora, Greta, Nadine, Camilla, Bianca, Melina, Astrid, Litmelia, Roselia, Lina, Stefana und Gabriella. Natürlich muss man wieder der Blutspur folgen. Horrorspiele sind so toll. Folge der Blutspur. Sie zeigt dir den Weg. Das Auge, was ich oben reinstecken muss. Ist natürlich zu. Was ist natürlich ein Schlüssel? Untersuchen. Bis jetzt gefühlt gar noch nach nichts. Ne, bis jetzt noch nicht. Was ist das für eine Art von Game ist das? Das ist Resident Evil.
Oder läuft jemand? Moin! Das ist auch noch nicht rausgekommen. Das ist nur eine Demo jetzt. Gerade. Wo sind die jetzt hin? Ist die alte Schule jetzt hin? Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Demetrios reicht bis zum 15. Jahrhundert zurück. Lang vor der Zeit der Elisa Demetrio benutzt die lange Gegend, wenn auch eigentümliche Methode, Weinherstellung, ihrem Wein ein besonders reiches Bouquet zu verleihen. Ihr besten Jahrgang verlieh sie namens Sanguinius Vicinius, Blut der Jungfrau. Er lag in einer Flasche, die kunstvoll mit platzierten Blumenornamenten verziert sind. Outlast geht actually auch. Gerade passiert hier Gott sei Dank noch nicht so viel. Bin ganz froh, dass hier noch nicht so viel passiert. Obwohl die Story schon richtig gut erzählt wird durch die ganzen Briefe und Bücher und alles. I'm watching you. Was? Wie? Wie, I'm watching you. Wo bist du denn? Wo? I won't last until dinner. Was? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Hau ab! Au! Gott! Was ist das für eine Schrolle? Mein Gott! Was mit der Demo? Wir sind durch! Kacke. Zum Schluss nochmal so ein richtiges Boom, dieser Moment, nochmal so ein richtiger Boom-Moment, weißt du? Ist die eine, die dich so ansaugert und die andere, die einfach nur so, ja, dich hinflackt. Alter Schwede.